Die Dessauer Adressen Liebknechtstraße 10 und 12 sind derzeit mit maroden Immobilien verbunden. Eine Sanierung ist hier nicht mehr möglich. In unmittelbarer Nähe des Bauhausgebäudes will die Wohnungsgenossenschaft Dessau AG nun zwei Mehrfamilienhäuser errichten. Wir wollen als Wohnungsgenossenschaft in der Nähe des Bauhauses, das ist ca. 200 Meter entfernt, zwei Gebäude auf zwei nebeneinander liegenden Grundstücken errichten. Die prominente Nachbarschaft verlangt nach Neubauten besonderer Güte. Die Genossenschaft lobte ein beschränktes Architekturgutachterverfahren aus, an dem sich 12 Büros beteiligten, 7 davon aus der Bauhausstadt. Die hochkarätig besetzte Jury entschied sich für den Entwurf von Ambros & Co. aus Berlin. Der Direktor der Stiftung Bauhaus, Philipp Oswald, der Jury angehört hatte, lobte die Wohnungsgenossenschaft für innovatives Engagement. Mit diesem Wettbewerb wird das Reden von der Bauhausstadt mit Inhalt gefüllt. Ich hoffe, dies gibt Anregungen auch für andere Projekte der Genossenschaft, ebenso auch für andere Bauherren. Der Wettbewerb hat eine Fülle von guten Ideen und Entwürfen hervorgebracht, die eine intensivere Beachtung verdienen. Oswald hofft, dass das Vorbild der Genossenschaft Schule macht. Die Planungen für die Liebknechtstraße 10 und 12 werden konkret, die Umsetzung auch. Ja, wir sind jetzt, nachdem die Jury einen Sieger ermittelt hat, von aus diesen 11 Büros, mit diesem Herrn im Gespräch und überlegen, ob wir gemeinsam ans Werk gehen wollen. Wir haben auf jeden Fall vorzubauen. Auch wenn das jetzt eventuell nicht klappen könnte, dann bauen wir mit einem anderen Architekten, aber im Moment sieht das eigentlich ganz gut aus. Die Wohnungsgenossenschaft ist mit diesem Projekt neue Wege gegangen und erntet dafür Applaus. Das Bauhaus unterdessen wünscht sich ein ähnliches Vorgehen auch für weitere Bauvorhaben in der Stadt, wie etwa die geplante Schwimmhalle.